Ach, Entschuldigung, vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche meine Jungs. 7, 8 Jahre alt. Ja. Indianer, Cowboy verkleidet sind die und die müssten hier vorbeigeführt werden. Ja, sicher wahnsinnig, habe ich sie nicht gesehen. Hatten Sie mal vorne an der Eingangskontrolle nachgefragt, am Haupteingang? Weil da kommt eigentlich keiner weg. Wissen Sie was? Kommen Sie einfach mal. Bitte gucken wir mal. Ja, okay. Hoffentlich ist Ihnen nichts passiert. Dankeschön. Mama, ich verstehe nicht, wie du das immer noch durchziehen kannst. Vanessa, jetzt versteh doch. Nein, ich verstehe es nicht. Wie kannst du immer noch mit Daniel zusammenleben? Nach allem, was er mir angetan hat. Wegen ihm wäre ich fast verhungert. Vanessa, ich weiß, dass es jetzt sehr schwer für dich ist. Aber Daniel ist mein Mann. Und ich weiß, dass er es nicht getan hat. Das wird sich heute auch rausstellen. Ja, natürlich. Ich muss jetzt auch in den Gerichtssaal. Der Daniel braucht mich. Ach, und ich nicht, Mama. Herr Sander, wir verhandeln heute vor dem Landgericht Ihre Strafsache wegen erpresserischen Menschenraubs und anderer Delikte an Ihrer Stieftochter Vanessa Mehrhof. Und als Beistand habe ich Ihre Ehefrau Anja Sander zugelassen. Und zwar, weil sie vor der Verhandlung bereits erklärt hat, dass sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, kann sie auch von Anfang an an der Verhandlung teilnehmen. Und hat neben der Verteidigung Platz genommen. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen, Herr Sander. Daniel ist Ihr Vorname. Ja. Sie sind am 12.10.1975 in München geboren, verheiratet und leben in Viersen. Ja. Eigene Kinder haben Sie nicht und vom Beruf sind Sie Elektriker? Ich bin Elektriker gelernt, aber zurzeit leider arbeitslos. Sie waren in dieser Sache hier in Untersuchungshaft, sind aber nach 2 Wochen verschont worden gegen sogenannte Meldeauflagen. Die Vollstreckung des Haftbefehls auf Fluchtgefahr gestützt worden, ist ausgesetzt worden. Das heißt, Sie müssen sich jeden zweiten Tag bei der Polizeiwache in Ihrer Nähe melden. Vorbestraft sind Sie nicht und die Anklage hören wir von der Staatsanwaltschaft. Dem Elektrotechniker Daniel Sander wird Folgendes zur Last gelegt. Am 16. November 2005 überwältigte der Angeklagte an einer Bushaltestelle in Brüggen seine 16-jährige Stieftochter Vanessa Mehrhof, fesselte sie, brachte sie in ein Abrisshaus in der Gerberstraße in Viersen und hielt sie dort gefangen. Am nächsten Tag ließ er seiner Ehefrau Anja ein Erpresserschreiben zukommen, forderte 10.000 Euro Lösegeld und drohte an, dass sie bei Nichtzahlung ihre Tochter nicht mehr lebend wiedersehen würde. Bevor eine Lösegeldübergabe stattfinden konnte, gelang Vanessa Mehrhof am 19. November 2005 die Flucht. Durch die Gefangenschaft erlitt sie unter anderem Fesselmale an den Handgelenken. Daniel Sander wird daher wegen erpresserischen Menschenraubs in Tateinheit mit versuchter schwerer räuberischer Erpressung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt, Verbrechen strafbar gemäß Paragraphen 223, 239a, 253, 255, 250, 22, 52 Strafgesetzbuch. Strafantrag bezüglich der Körperverletzung wurde rechtzeitig gestellt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Tasic, der Mandant wird Angaben machen zur Sache. Bitte. Sie kennen ja die Anklage, was sagen Sie dazu? Ich könnte der Kleinen doch nie was antun. Ich weiß ja nicht, ob Sie Kinder haben, ja, aber Vanessa ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Auch wenn Sie ja nur hier beiläufig erwähnen, es ist ja nur meine Stieftochter. Aber glauben Sie denn ernsthaft, ja, ich würde einem 16-jährigen Mädchen sowas antun, sie bei Wasser und Brot in einem abgesperrten Haus einsperren? Du lügst doch, wenn du den Mund aufmachst! Thomas! Dem dürfen Sie nichts glauben! Thomas, halt du dich doch da raus, das Ganze geht dir überhaupt nichts an. Bitte? Mich geht das nichts an? Hör auf! Du entführst meine Tochter und mich geht das nichts an? Oh, dann weiß ich, wer Sie sind. Sie sind also der leibliche Vater von Vanessa Mehrhof? Ja, mein Name ist Thomas Mehrhof und ich bin der Ex-Mann von Anja. Und wir sind seit November 2003 geschieden. Und was ich hier sage, das stimmt. Dieser Kerl, der da vorne sitzt, der hat Anja eine... Der hat Anja einer, ja, hör zu, der hat Anja einer Gehirnwäsche unterzogen. Wie kann es denn sein, dass die Anja mich nicht informiert, wenn meine Tochter entführt wird? Du musst dich mal vorstellen, ich sitze zu Hause, lass es mir gut gehen und meine Tochter hat Todesängste und stirbt vielleicht. Und du, Anja, wach auf, lass dich von dem Kerl nicht einlullen. Das ist ein Krimineller. Lass dich nicht verrückt machen. Glaubst du, ich mache mir keine Sorgen um Vanessa? Und diesen Kerl, von dem du die ganze Zeit sprichst, das ist seit einem Jahr mein Mann. Und warum ich dich nicht informiert habe, ist doch ganz klar. Die Erpresser, die haben gesagt, dass sie was Vanessa antun würden. Wie würdest du denn in meiner Situation reagieren? Würdest du Vanessas Leben gefährden? Gut, Frau Sander, also diesen Gedanken kann ich in der Tat nachvollziehen. Ich habe ja hier den Erpresserbrief. Ich habe mal eine Kopie von dem Brief da vorne an die Flipchart gehängt. Ich darf den vielleicht noch mal kurz verlesen, Frau Vorsitzende. Bitte. Ich halte Ihre Tochter gefangen. Sagen Sie niemandem Bescheid. Ich will 10.000 Euro. Wenn Sie meine Forderung nicht erfüllen, sehen Sie Ihre Tochter nie wieder. Wegen der Geldübergabe hören Sie wieder von mir.
Ja, Herr Sander, Ihre Ehefrau haben Sie damit natürlich ganz gut einlullen können. Das ist Ihnen ja gelungen, Etappensieg sozusagen. Aber dass Sie das dem Gericht hier noch für die Wahrheit verkaufen dürften, das bezweifle ich. Sie haben Ihrer Stieftochter ganz gezielt am Abend des 16. November 2005 aufgelauert an dieser Bushaltestelle. Sie kam hier aus der Kneipe, da hat sie sich mit Freunden getroffen und sie musste hier den Bus nach Viersen nehmen. Das wussten Sie natürlich. 23.50 Uhr stand sie hier. Sie haben ihr regelrecht aufgelauert und sie haben sie überwältigt und dann in dieses abzureißende Haus verbracht, in die untere Etage. Das Haus ist ja ganz praktisch nur 10 Minuten von ihrer jetzigen Wohnung entfernt. Das heißt, so weit hatten sie es dann da auch nicht hin. Sie konnten sich das vorher gut ausspionieren und gucken, was da eigentlich los ist. Wir wissen das, dass ihre Stieftochter hier gefangen gehalten wurde, weil wir hier natürlich überall Hautpartikel gefunden haben. Wir haben Haare gefunden, wir haben Urinreste gefunden. Alles mit der DNA ihrer Stieftochter, Herr Sander. Und dann sind leider nur zwei Dinge schiefgegangen. Erstens hat Vanessa sie erkannt. Damit haben sie natürlich nicht gerechnet. Und zweitens konnte sie sich dann auch noch befreien. Und am 19. November ist sie dann völlig verstört von 3 Spaziergängern aufgegriffen worden. Die werden wir noch im Laufe der Verhandlung als Zeugen hören. Ja, es ist mir absolut egal, wie viele Zeugen Sie noch aus Ihrem nicht vorhandenen Hut zaubern, ja, die Ihre geistigen Ergüsse hier noch untermauern wollen. Ja. Aber ich bin es nicht gewesen. Vanessa kann mich nicht gesehen haben, weil ich noch nie in diesem Haus war. Ich war es nicht. Warum soll ich denn überhaupt sowas tun mit meiner Stieftochter? Ja, weil es natürlich um Geld geht, Herr Sander. 10.000 Euro haben Sie gefordert. Sie selber sind doch recht knapp bei Kasse. Ist das richtig? Sie sind recht lange arbeitslos, mittlerweile auf Hartz IV angewiesen. Und Ihr Verhältnis zu der Vanessa, das ist doch auch nicht das Beste. Das ist zumindest. Ach so, und deswegen soll ich sie direkt entführt haben, oder was? Weil ich mich nicht mit meiner Stieftochter verstehe. Also ich glaube, es reicht ja langsam. Eins zum anderen, Herr Sander. Auch ob Sie es glauben oder nicht, aber ich mag meine Stieftochter wirklich. Und Sie müssen sich mal vorstellen, ein halbes Jahr nach der Scheidung Ihrer Eltern, da war ich der neue Freund von Anja. Dass sie natürlich nicht damit klarkommt, ja, weil sie mich als Eindringling sieht oder als Ventil, um mal Dampf abzulassen, ist ja ganz klar. Aber ich kann nichts dafür, ich liebe die Kleine. Ich war es einfach nicht. Äußern Sie sich doch bitte mal, Herr Sander, zu Ihren finanziellen Verhältnissen, die hatte ich gerade angesprochen. Ja, also eine gute Partie sind Sie nicht finanziell gesehen. Ja, danke, danke, das so ich weiß, haben Sie nett ausgedrückt, aber danke. Ich bin arbeitslos geworden im Sommer, ja, da kann ich auch nichts dafür von heute auf morgen. Und es ist mir absolut unangenehm, dass meine Frau jetzt für die ganze Familie aufkommen muss. Okay. Ich kann es aber leider nicht mehr ändern, verdammt nochmal. Also ich liebe meine Familie und ich würde alles für Anja und Vanessa tun. Und die Kleine ist aber leider in einem Alter, da lässt sie sich nichts mehr sagen, besonders nicht von mir. Mhm. Die kommt abends spät nach Hause, die kommt gar nicht nach Hause, weil sie bei einer Freundin noch schläft, ohne uns Bescheid zu sagen. Also und nach der Schule, Moment Anja, ich bin noch nicht fertig, lass mich doch ausreden, was ich dem Mann zu sagen habe. Nach der Schule kommt sie nämlich auch nicht nach Hause, weil sie mit irgendwelchen komischen Typen rumläuft. Da kann ich aber nichts für. Und ich bin mir sicher, dass einer dieser Knallschotenfreunde von ihr, dass der es nämlich war. Ich habe damit nichts zu tun. Sie glauben doch nicht, der ganze Aufwand für 10.000 Euro. Ich bitte Sie, wir haben es hier mit einer schwierigen 16-Jährigen zu tun. Er hat das doch genau bezeichnet, das Bild. Er hat es geschildert, wie die Stieftochter drauf ist. Die natürlich nach der Trennung der Eltern bei der Mutter lebend sich gegen den neuen Partner stellt. So eine uralte Geschichte, mein Gott. Deshalb werden wir uns mit Sicherheit von der Vanessa selber ein Bild machen. Es sei denn, es gibt noch Fragen an den Angeklagten im Moment. Dann darf ich Sie bitten, neben Ihrer Frau Platz zu nehmen. Vanessa Mehrhoff, bitte. Dann hören wir uns doch die Vanessa mal selber an. Vanessa, Schatz, ich bin hier, wenn was ist. Danke, Schöpfer. Ich bin so froh, dass wenigstens du zu mir hältst. Mach's gut. Frau Mehrhoff, nehmen Sie bitte Platz. Frau Mehrhoff, ich habe Sie als Zeugin geladen. Und dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, sonst macht man sich strafbar. Frau Mehrhoff, Vanessa ist Ihr Vorname. Sie sind 16 und wohnen in Viersen. Ja, bei meinem Vater. Ich bin nach der ganzen Sache zu ihm gezogen. Ich habe zu Hause einfach nicht mehr ausgehalten. Der glaubt mir wenigstens. Sie gehen in die 10. Klasse des Gymnasiums. Ja, das ist richtig. Und als Stieftochter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen und Sie können schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Und schweigen kann man auch immer dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage. Sie können mich übrigens ruhig Vanessa nennen. Sie, Vanessa. Ihr Stiefvater sagt nämlich, er hätte weiterhin nichts mit der Sache zu tun. Sondern was? Was hast du denen schon wieder aufgetischt für eine Geschichte hier? Vanessa, bitte, das Ganze ist doch kein Spiel mehr. Ich stehe hier vor Gericht und die werfen mir vor, ich hätte dich entführt. Ja, stimmt ja auch. Vanessa, ich war es nicht. Und wenn du nicht endlich mit der Sprache rausrückst, wenn du wirklich gesehen hast, ja, dann stecken die mich vielleicht für ein paar Jahre ins Gefängnis. Ja, meinetwegen kannst du dein Leben lang im Knast schmoren. Hauptsache, du lässt mich und meine Mutter endlich in Ruhe. Wie sie nicht sehen, dem Ton. Und Vanessa, lassen Sie sich nicht provozieren. Versuchen Sie am besten eine gewisse Chronologie in diese ganze Geschichte zu kriegen. Sie haben bei der Polizei gesagt, Sie sind am 16. November abends entführt worden. Wie ist es im Einzelnen abgelaufen, Vanessa? Ja,
Ich war halt, es war ein Mittwochabend und ich war mit ein paar Freunden noch einen trinken. Im Nachbarort bei uns in einer Kneipe, Roses hieß die. Mhm. Und ja, wir haben uns halt ziemlich verquatscht und ich habe halt den letzten Bus verpasst. Eigentlich wollte ich dann meine Mutter anrufen, damit sie mich abholt. Dann habe ich zu Hause angerufen, aber dann war halt nur Daniel dran. Und Daniel meinte dann sofort, ja, dass sie nicht da wäre, dass sie mit ein paar Freunden zum Frauenabend wäre. Und er hat dann auch sofort angeboten, dass er mich abholt. Hätte ich gewusst, was er mir antut. Ich wäre die ganze Nacht nach Hause gelaufen. Was haben Sie dann nach dem Telefonat gemacht? Ja, ich habe an dieser Bushaltestelle gewartet, in der Eiseskälte. Und ich habe halt darauf gewartet, dass er endlich kommt, aber ich habe mich schon gefragt, wo er abbleibt. Also ich meine, es ist auch nicht schön, da als Mädchen so allein an der Bushaltestelle draußen in einer Pampa zu stehen. Und ja, auf einmal schmeißt mir jemand von hinten so einen Kartoffelsack über und schnürt mich zusammen und schmeißt mich ins Auto. Der muss sich irgendwie von hinten angeschlichen haben. Ich habe den überhaupt nicht kommen hören. Ich habe mich noch gewehrt und geschrien, aber da hört einen ja niemand draußen. Vanessa, ich war es aber nicht. Natürlich war direkt du, nach deinem Anruf habe ich mich sofort ins Auto gesetzt und bin zu dieser scheiß Bushaltestelle hingefahren. Ja, aber du warst nicht da. Ich habe die ganze Gegend nach dir abgesucht, bin mitten in der Nacht ausgestiegen und habe deinen Namen gerufen. Du warst nicht da. Ja, und dann, Herr Sander? Dann sind sie nämlich nach Hause gefahren. Und das ist der Punkt. Sie sind nach Hause gefahren, nachts ihre 16-jährige Stieftochter ist nicht da. Was machen Sie? Sie fahren nach Hause und unternehmen gar nichts. Ich habe sie noch nicht gefunden. Die Polizei, die machen nichts. Das finde ich sehr erstaunlich. Wenn Sie meinen Mann mal ausreden lassen würden, bitte, dann hätte er Ihnen auch gesagt, dass sie ihm noch eine SMS danach geschrieben hatte, als er auf dem Nachhauseweg war. Weil sie hatte sich das anders überlegt. Sie wollte eigentlich bei ihrer Freundin Anna übernachten. Und dann hat sie ihm gesagt, sie wollte abgeholt werden. Dann hat er sich schon so gewundert, dass sie abgeholt werden soll. Dann hatte sie ihm eine SMS geschickt, dass sie sich auf dem Weg zur Bushaltestelle das wieder anders überlegt hat. Sie wollte bei ihrer Freundin übernachten und nächsten Tag wiederzukommen. Ich habe die SMS doch selber gesehen. Ja, natürlich hast du sie gesehen. Er hat sie sich ja auch selbst geschrieben, von meinem Handy aus. Er hat sich mein Handy genommen, die SMS an sich geschrieben und dann hat er es weggeworfen. Das darf nicht wahr sein. Ich habe dich doch gesehen. Du warst überhaupt der Einzige, der es sein konnte. Du warst doch der Einzige, der wusste, wo ich gewartet habe. Und wir bemühen uns, gib ihm noch eine Entschuldigung, wobei haben Sie ihn gesehen? Ja, mir ist das, das war am zweiten Tag und da ist mir Gott sei Dank so das Tuch um die Augen ein bisschen verrutscht, was er mir umgebunden hat. Und da konnte ich ihn für einen kurzen Augenblick erkennen. Das ist eine gute Gelegenheit, wenn ich Sie gerade nutzen darf, Frau Vorsitzende, wenn ich Ihnen noch mal gerade eins zeigen darf. Das erkennen Sie, ja? Ja, was soll das denn? Ich bin doch nicht blind. So, das ist das Abrisshaus, Fräulein Mehrhoff, mit zugemauerten Fenstern, in dem es stockdunkel ist. Und dann haben Sie ein Tuch, ja, so ein Tuch wie dieses hier. Und das haben Sie dann vor den Augen gehabt, dann ist Ihnen das verrutscht. So ein bisschen so, oder wie ist es so verrutscht, was, so, ja? So genau. Also, und dann hat wahrscheinlich dann auch der Täter, nämlich Ihr Stiefvater, auch so die Taschenlampe sich ins Gesicht gehalten und ein daraus haben Sie erkannt. Was kann ich denn dafür, wenn er so dämlich ist? Fräulein Mehrhoff, bleiben Sie bei der Wahrheit. Das ist wir brauchen so einen Quatsch, wenn wirklich er so dämlich nichts ist und sich seine eigene Taschenlampe ins Gesicht leuchtet, da kann ich ja nur wohl nichts für. Ich bin froh über so viel Dummheit. Und außerdem bin ich froh, dass ich mich am dritten Tag endlich befreien konnte. Dass ich mit dem herumliegenden Stein meine Fesseln durchsteuern konnte und mich befreien konnte. Ich bin dann erstmal vollkommen ziellos durch die Gegend gelaufen. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich war. Ich bin dann Gott sei Dank so ein Mann in die Arme gelaufen. Ich habe zuerst noch Panik bekommen, weil ich dachte, dass es Daniel ist. Hab noch geschrien und so, aber dann kamen Gott sei Dank noch zwei andere Spaziergänger dabei. Und die haben mir dann geholfen und mich ins Krankenhaus gebracht. Ja, und in der Tat, da verlese ich über das ärztliche Attest, kam als Patientin und so weiter 20.30 Uhr in die Notaufnahme. Verschiedene Hämatome an Hand, Fuß und Armgelenken an den gleichen Stellen sowie an weiteren Stellen konnten zu den Schürfwunden unterschiedlicher Intensität festgestellt werden. Sie war in einem schockähnlichen Zustand bei uns eingeliefert, wobei auch eine leichte Orientierungslosigkeit zu erkennen war. Schlechter Allgemeinzustand, eine leichte Unterkühlung sowie eine leichte Dehydrierung, also Austrocknung, diagnostiziert. Und dann zur Nachuntersuchung an einen Hausarzt. Ja, die ganzen Verletzungen, das war zwar nicht schön, aber das, ich meine, ich habe das inzwischen auch überstanden, ist ja alles wieder in Ordnung. Das Einzige, was mir wirklich noch richtig zu schaffen macht, ist, dass meine Mutter dort neben diesem widerlichen Kerl sitzt, der mich entführt hat, wegen dem ich so gelitten hat und immer noch sich gegen mich, ihre eigene Tochter, stellt und zu ihm hält. Vanessa, das wird sich alles klären. Du weißt genau, Daniel ist mein Mann und ich vertraue ihm. Und ich weiß, das war die schlimmste Zeit deines Lebens, die du da erlebt hattest. Und ich würde mir wünschen, dass du wieder bei uns wohnst, dass ich einfach mehr für dich da sein kann.
Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, wie froh Daniel ist, dass du wieder heil bei uns bist. Das ist doch totaler Quatsch, wie froh er ist. Außerdem, du kennst den Typen doch überhaupt nicht richtig. Du hast ihn geheiratet, ein halbes Jahr, nachdem du ihn kennengelernt hast. Woher willst du überhaupt wissen, dass du ihn richtig einschätzt? Ich habe ihn doch erkannt. Wann glaubst du mir endlich? Was muss passieren, damit du mir endlich glaubst? Und alles nur, weil du vor Liebe blind bist? Nein, weil ich weiß, wer das war. Was? Anja, wovon redest du? Sie wissen, wer ihre Tochter entführt hat? Sie haben bislang von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Ja, ich Wollen weiß. Sie jetzt doch eine Aussage machen? Ich hab die ganze Zeit geschwiegen, aber es geht jetzt nicht mehr. Ich möchte gerne aussagen. Ich fasse es nicht, dass du jetzt auch noch gegen mich aussagst. Doch Fragen an die zurückgehen, also an Vanessa. Nein, stelle ich alles zurück. Bleib unvereidigt. Sie nehmen bitte an der Seite Platz, Vanessa. Frau Sander, dann nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Frau Sander, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn nicht, macht man sich strafbar. Frau Sander, Anja ist Ihr Vorname, Sie sind 37 Jahre alt, wohnen bei Ihrem Ehemann, nehme ich an. Also deshalb weiß ich die Adresse, Taunusweg 28 in Viersen. Was sind Sie vom Beruf? Ich habe ein kleines Reisebüro in der Viersener Innenstadt. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Und noch was, § 55, Sie können jederzeit sagen, dazu sage ich nichts, wenn Sie bei wahrheitsgemäßer Aussage sich oder nahe Angehörige belasten müssten. Ich denke da zunächst einmal an Ihren Mann und an Ihre Tochter. Wer hat Ihre Tochter entführt? Was wollen Sie nicht länger hier verschweigen? Ja, also eigentlich haben wir uns damals gesagt, dass wir darüber gar nicht reden wollten und... Anja, du willst doch wohl nicht etwa... Bitte, Anja nicht. Vanessa, das tut mir jetzt sehr leid. Das ist eine Sache aus deiner Vergangenheit, die dich jetzt betrifft, die wir... Thomas, dein Papa und ich, wollten dir das niemals erzählen. Ich kann mir zwar langsam denken, worum es geht, Frau Sander, aber ich möchte es von Ihnen... Ich weiß, dass nie der richtige Zeitpunkt ist und... Könnt ihr mir mal sagen, warum ihr überhaupt so redet, als wäre ich nicht da? Was ist los? Es betrifft deine Vergangenheit. Es betrifft deine Vergangenheit. Also, dein Vater und ich, wir sind nicht deine leiblichen Eltern. Wie bitte? Was? Aber was erzählst du da? Wir haben dich adoptiert, als du 2 Wochen alt warst. Was? Papa, sag mir, dass das nicht wahr ist. Nein, das kann ich nicht. Herr Mehrhoff und Frau Sander, ich verstehe es einfach nicht. Schlichtweg. Warum geht man mit sowas nicht ganz offen um? Eine Adoption ist doch etwas ganz Normales, nicht Ehrenrühriges. Und eines weiß ich, wenn sie herauskommt, dann immer zu einem ganz unglücklichen Zeitpunkt. Heißt, muss ein 16-jähriges Mädchen in der Gerichtsverhandlung hier vor allen Leuten erfahren, dass sie adoptiert ist. Aber dann, Entschuldigung Vanessa, ziehen wir das jetzt richtig durch. Wie ist es zu dieser Adoption gekommen? Also das ist so... Mein Ex-Mann und ich, wir waren schon immer sehr sozial eingestellt. Und wir wollten einfach einem Kind eine Chance geben, das sonst keiner gehabt hätte. Und wir haben uns damals im Viersener Jugendamt angemeldet für eine Adoption. Und ein Jahr später wurde uns dann ein kleines Baby, die Vanessa, angeboten. Das war damals auch, wir waren sofort vernarrt in das Kind. Und es war eine offene Adoption, das heißt, wir haben auch die Mutter kennengelernt. Und das war die Monika Pregenz, ein süßes, 16-jähriges, liebes Mädchen, die einfach überfordert war mit dieser... Rolle als Mutter. Und wir haben dann halt auch nicht nur Vanessa adoptiert, sondern wir haben auch die Mutter regelmäßig mit 400 Euro monatlich unterstützt, mit 400 D-Mark. Jetzt nicht, dass Sie das verstehen, dass wir das Kind gekauft hätten. Wir haben einfach Mitleid mit diesem Mädchen gehabt und haben ihr jeden Monat 400 Mark gegeben. Sie hat auch das Kind besucht, wann sie wollte, aber nach einem Jahr brach dann der Kontakt ab und dann haben wir auch die Zahlungen eingestellt. Das haben Sie Ihrer Tochter 16 Jahre lang nicht erzählt. Wir wollten das einfach... Wir dachten, Mama, ich verstehe das nicht. Wie konntet ihr das tun? Wie konntet ihr mich 16 Jahre lang belügen? Wir wollten es einfach nicht erzählen. Wir wollten dich nicht verletzen. Wir hatten Angst, dass du damit nicht klarkommst, dass du nicht deine leiblichen Eltern kennst, dass du keine Identität hast. Ach, und jetzt habe ich eine, oder was? Frau Sander, Sie erzählen die Sache mit der Adoption ja nicht einfach so, nicht? Sondern weil das irgendwas mit der Entführung ihrer Tochter zu tun haben soll. Ja. Denn deshalb sind wir hier. Ja, das ist so. Wir hatten, wie gesagt, gar keinen Kontakt mehr zu der Mutter. Und dann, als Vanessa 9 Jahre alt war, kam die Mutter wieder. Aber da war nichts mehr von süßes, liebes Mädchen. Die Frau war total heruntergekommen. Sie hatte nichts aus ihrem Leben gemacht. Und auch anstatt nach Vanessa zu fragen, hat sie einfach nur nach Geld gefragt. Und wir haben ihr auch Geld gegeben. Wir haben ihr noch mal 400 Mark gegeben. Als sie dann aber eine Woche später wieder ankam und wir haben gemerkt, sie hat einfach das Geld nur
mit Alkohol und sonstigem unnützen Zeug verprasst, haben wir dann die Zahlung eingestellt und dann ist sie von der Bildfläche wieder verschwunden. Bis jetzt vor kurzem. Bis vor kurzem? Ja, einen Monat vor Vanessas Entführung stand die Monika Pregens bei mir wieder vor der Tür. Sie sagte jetzt, sie würde in Köln wohnen, Meilenweg oder so in der Innenstadt. Und sie fragt auch nicht nach Vanessa, wie es ihr gehen würde, sondern hat einfach gleich nach Geld gefragt. Und ich habe ihr natürlich nichts gegeben. Und da war sie, klar war sie dann sauer und ich dachte, ich will sie los. Aber sie hat dann auch gedroht. Sie hat mir und Vanessa gedroht, dass sie uns das Leben zur Hölle machen würde, wenn sie kein Geld bekommt. Ja, Frau Sander, ich verstehe jetzt wirklich nicht, warum Sie das nicht schon längst gesagt haben. Wir haben uns damals geschworen, das der Vanessa nicht zu erzählen. Und ich bin mir sicher gewesen, dass das sich irgendwie schon lösen würde mit dir, mit deiner Unschuld. Sag mal, irgendwie so, sag mal, Anja, geht's noch? Verdammt nochmal, ich gehe fast kaputt daran, weil die halbe Stadt glaubt, ich hätte meine Stieftochter entführt. Und du kennst die Wahrheit, kannst mich hier rausreißen aus allem und wartest auf ein irgendwie so? Sag mal, warum hast du wenigstens mir nichts gesagt? Das ist eine Angelegenheit zwischen Thomas und mir und Vanessa. Da hast du gar nichts mit zu tun. Und wir haben uns damals geschworen, wir möchten das Vanessa nicht erzählen. Wir möchten ihr wirklich eine heile Familie bieten. Vanessa, wir wollten doch nur dein Bestes. Mein Bestes wolltet ihr? Ich habe mein Leben lang geglaubt, dass ihr meine Eltern seid. Die Menschen, die ich für meine Eltern gehalten habe, sind es nicht. Und das soll nichts ändern? Ich könnte mich echt mal, ich will euch nicht mehr sehen, nie wieder. Vanessa! Frau Vorsitzende, unter diesen Umständen möchte ich natürlich beantragen, die leibliche Mutter als Zeugin zu vernehmen. Ich meine, sie hat sicherlich tausenderlei Gründe, mit sich die Tochter zu entführen. Noch Fragen an die Zeugin, Sander? Ja. Frau Richterin, ich möchte gerne mit meiner Tochter sprechen. Darf ich volles Verständnis. Bleibt unvereidigt und Sie können jederzeit zu Ihrer Tochter gehen. Ich werde sofort veranlassen, dass die Prägenz, soll sie heißen, geladen wird.